Ich habe das vorhin noch gesagt, es ist tatsächlich so, irgendwann musst du mal ins kalte Wasser springen. Die Leute haben immer so viel vor, meistens sehr viel mehr, als man realistisch erreichen kann. Und ich habe auch gar nichts dagegen, ich finde das auch gut. Es gibt ja auch Leute, die propagieren das richtig, setzt dir riesengroße Ziele, die dich antreiben und so, finde ich auch in Ordnung. Aber wenn man dann im Umkehrschluss gar nichts macht, ich glaube, das ist das, was einen extrem demotiviert. Ich finde es wichtig, du kannst riesengroße Ziele haben, ist alles prima, haben wir alle, aber du musst irgendeinen klitzekleinen Schritt nach vorne machen, wirklich. Und wenn es nur ein kleiner ist, wenn es ein Telefonat ist oder eine E-Mail an irgendjemanden und so weiter und so fort, und dann auf täglicher Basis ein klitzekleines bisschen für dieses Ziel umsetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das so erreichst, ist eher gering. Meistens erreichen wir ein bisschen weniger als das, was wir uns vornehmen. Aber wenn du dir egal was vornimmst und nie irgendwie mal einen kleinen Schritt in Richtung nach vorne machst, da passiert gar nichts. Und das demotiviert dich doch irgendwann. Nach einem Jahr hast du nichts gemacht, hast immer eine große Klappe gehabt. Und ich glaube, das nimmt einem die Motivation dann. Und dein Unterbewusstsein sagt dir, ach, hör doch mal ehrlich auf zu reden, du erzählst immer nur und machst überhaupt nichts. Ne? Und so selber verarschen kann man sich lange nicht. Also andere vielleicht schon, aber sich selber kann man nicht lange zum Narren halten. Von daher glaube ich echt, weißt du, wenn es kleine, klitzekleine Schritte sind, aber Hauptsache ein bisschen in Richtung vorwärts. Und das motiviert dann auch. Und wenn man klitzekleine Erfolge feiert, dann traut man sich auch wieder ein bisschen was Größeres zu und so weiter. Machen, ne? Ins kalte Wasser springen. So wie wir diesen Spruch letztens auch veröffentlicht haben. Einfach mal ins kalte Wasser springen.